Gekrümmte Oberflächen sind dadurch charakterisiert, dass auf der konkaven Seite im Gleichgewicht ein höherer Druck herrscht als auf der konvexen Seite. Wir wollen diese Beziehung heute etwas quantifizieren. Bei einer ebenen Oberfläche kompensieren sich die tangentialen Kräfte. Die vektorielle Summe der Kraft nach links und nach rechts ist gleich Null. Bei einer gekrümmten Oberfläche kompensieren sich die tangentialen Kräfte nicht vollständig. Wir erhalten eine resultierende Kraft in Richtung der konkaven Seite. Diese verursacht hier einen höheren Druck. Je stärker die Krümmung, desto größer die resultierende Kraft. Laplace hat diesen Krümmungsdruck aus der Oberflächenspannung berechnet. Für eine Kugeloberfläche ist Delta P gleich 2 mal Gamma durch R. Die Laplace'sche Gleichung kann man mit dem Prinzip der virtuellen Verrückung ableiten. Im Gleichgewicht müssen sich Volumenarbeit und Oberflächenarbeit kompensieren. Gleichsetzung von WO, Gamma 8 Pi R dr, und WV, PR Pi R Quadrat dr, liefert die Laplace'sche Gleichung. Wenn die Oberfläche nicht gekrümmt ist, sind die beiden Drücke P1 und P2 gleich. Wenn die Oberfläche gekrümmt ist, muss P1 größer sein als P2. Wo finden wir gekrümmte Oberflächen und damit diese Druckdifferenzen? Kugeloberflächen finden wir bei Tropfen, Hohlräumen und Blasen. Bei Tropfen ist die konkave Seite die Flüssigkeitsseite. Im Innern eines Tropfens herrscht ein größerer Druck als außerhalb. Bei Hohlräumen in Flüssigkeiten, umgangssprachlich auch als Gasblasen bezeichnet, ist die konkave Seite die Gasseite. Es herrscht ein Überdruck im Gas, ein Blasendruck. Bei Seifenblasen ist das Innere konkav gekrümmt. Hier herrscht der höhere Druck. Gekrümmte Oberflächen finden sich auch als Teilkugeloberflächen, zum Beispiel am unteren Ende einer gefüllten Pipette. Damit sich überhaupt ein Teiltropfen bildet, muss in der Flüssigkeit ein höherer Druck herrschen. Außerdem reißt der Tropfen nicht sofort ab, sondern erst dann, wenn seine Gewichtskraft, V mal Rho mal G, größer als die Oberflächenkraft am Pipettenumfang ist. Daher haben Flüssigkeiten mit geringer Oberflächenspannung relativ kleine Tropfen. Damit kann man dann zum Beispiel die Tropfengröße groß R abschätzen. Auch die Kapillarität lässt sich über den Krümmungsdruck erklären. Der Krümmungsdruck in Wassertröpfchen mit einem Radius von 1 Mikrometer beträgt etwa 1,4 bar. Der Krümmungsdruck steigt auf über 100 bar, wenn die Tröpfchen nur noch 10 Nanometer Radius besitzen. Dieser hohe Innendruck in kleinen Tröpfchen hat Auswirkungen auf das chemische Potential, auf die Instabilität und damit auf den Dampfdruck. Über einer ebenen Wasseroberfläche stellt sich bei 20 Grad ein Dampfdruck von 2342 Pascal ein. Während über dem 1 Mikrometer Tropfen der Dampfdruck nur 0,1% größer ist als über ebenem Wasser, entspricht der Dampfdruck über 10 Nanometer Tröpfchen schon etwa 2600 Pascal und ist damit 11% größer als über der ebenen Oberfläche. Die Berechnung dieser Werte geschieht mittels der Kelvinschen Gleichung, die hier projiziert ist. Wir fassen zusammen. Bei gekrümmten Oberflächen besteht auf der konkaven Seite ein höherer Druck als auf der konvexen Seite. Wir können diesen Krümmungsdruck mit der Gleichung von Laplace berechnen. In kleinen Tröpfchen wird der Krümmungsdruck so hoch, dass der Dampfdruck über diesen Tröpfchen ansteigt. Umgekehrtes gilt für Hohlräume. Hier ist der Dampfdruck geringer als über einer ebenen Oberfläche. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.